dabei. Hast du ein Moosbestimmungs-? Das wollen wir schon mitnehmen. Wir stehen jetzt quasi da innen. Das heißt, da hinten gehen wir rein bis hier. Da stehen diese lilanen Punkte. Das sind die Flächen, wo wir hin müssen und die Pflöcke einschlagen müssen. Und wir tragen die dann quasi hier rein, entweder so rein oder wir tragen das so rein. Erklär mal, was das für Flächen sind. Das ist der, das ist Spirkenbewuchs mit. Und was testen wir jetzt da? An dieser Stelle, da haben sie den Los. Just the car time. Los! Die Mulis! Die Moormulis! Exakt. Bist schon mal so reingesackt. Nicht in deine Flächen da. Genau, und das Wichtige ist bitte nicht bei so einem Blitzschaden, wie wir das jetzt hier machen, das dauert bis zu fünf bis acht Jahre, bis sich das wieder regeneriert darzustellen. Das heißt, wenn wir da jetzt rein tappen, dass dann der nächste in fünf Jahren da So, also jetzt. Da siehst du rechts diesen. Neben dem Steg, dem Pflock. Den Steg davon. Ja, genau. Jetzt gehen wir rein. Ja. Ja, sind diese vier Holzpfähle aus dem Rum und diese. Zentimeter, das Wasser. Das ist eben unterschiedlich hoch in den verschiedenen Flächen. Der junge Forstwirt übt schon mal für seine Diplomarbeit, oder? Philipp, du fühlst dich ganz in einer Praktikumsbeteiligung. TU München. Und diese weißen Stecker lassen wir die da stecken. Die habe ich jetzt hingesteckt, was sie will. In der Richtung.
nachsehen. Wie weit warst du denn drinnen? Oh, bist du halt nur die Hose nass. Jetzt sind dann quasi deine. Ja, ich muss mit der Haltung ist wirklich. Hau den Luft was. Du weißt schon, dass das was kostet hier, gell? Im 12, im 11. Rein, das ist sauerlocker. Also ich habe die anderen auch reingemacht, bis sie fest waren eigentlich. Okay. Kannst du jetzt mal erklären, was du hier an diesem Planquadrat dann produzierst, an Daten? Oder wie gehst du jetzt da dann vor? Die Liste. Ich kann zählen, dass eine Fichte oder ein so ein Bummel. Dann schreibe ich auf Gebiet, bla, Fläche, M10. Und dann muss ich halt schätzen, wie viel muss ich quasi mich von allen Seiten mal anschauen. Und dann sage ich, und das hier ist zum Beispiel die Preiselbeere, die ist jetzt wieder so zwischen 10 und 5 Prozent, zwischen 5 und 10 Prozent. Preiselbeere. Ist es keine Blaubeere? Und du kennst eine Blaubeere, wenn keine Blätter dran sind? Ja, genau, die Preiselbeere hat eher rote Beeren. Und dann das hier, Saxinium Oxidum. Die kann man auch essen, aber die Beere kannst du halt essen. Und dann gibt es auch die Rauschbeere. Ja, die heißt Rauschbeere, weil sie da früher alle einen Rausch davon gekriegt haben, weil sie es halt einfach im Übermaß gegessen haben. Also von allen Flächen an einem Tag. Mhm. Und dann habe ich noch die Leitfähigkeit gemessen und die 30% von ihrem Trockengewicht Wasser speichern. Das heißt, ist hier unten jetzt quasi keine Flüssigkeit? Ist alles mit Wasser gefüllt. Mhm. Das sind alles diese Porenräume von den Pflanzen. Aber Leben tut praktisch bloß oben eine ganz kleine Schicht. Und wenn du das, die Bäume jetzt so anschaust, sind das jetzt hier schon Moor? Also keine echten Kiefern? Ja, das ist eine Unterart von der Kiefer. Also es ist schon auch eine Und hat sich die selber verbreitet oder ist dies ein Eintrag von irgendwelchen Vögeln? So hier, ja. Was die halt früher Nutzung gemacht haben, die haben halt wenn du mal versuchst, das hier blöd. Teilweise, wenn du dann so einen dickeren Ast hast, kriegst du den gar nicht irgendwie ab. Also kannst du mit der Säge kommen. Und warum sind jetzt hier so wenig Birken? Weil Birke ist doch auch so ein Moor. Und, Ablauf der Vegetation, die Vegetationsabfolge. Und die Birke ist eher in der Vegetation. Also heißt ja. Genau, schon einfach ein Stück weiter. Und die Birken verschwinden dann wieder? Ja, genau, die verschwinden. Die sind einfach nicht so schattenresistent. Und die können sich halt auch einfach nicht mehr verjüngen. Die verjüngen sich. Das heißt, es kommen Junge nach. Mhm. Aber die Birke kann sich halt, wenn es dann halt so schattig ist, Wir sind die Moorsoldaten. So, die ganze Mannschaft macht Mittagspause. Aber muss sagen, ich finde es ganz interessant hier, oder? Und dass das noch ein Job ist, wird einem erst klar, wenn man sich selber hier mal körperlich betätigt. Was macht die jetzt? Beamte. Nein, die liegen wahrscheinlich noch auf dem Dach. Hier mache ich mal einen Ferienjob und da liege ich nicht im Liegestuhl und sorry. Das erzähle ich ihm mal, dass ich mich dann nächstes Mal auch einfach hinhaue.
erzähl mal die, die da unten sind. Und dann müssen wir halt schauen, was wir draußen machen. Oh, oh. Oh, voll weggesackt, oder wie? Scheiße! Sumpf, oder wie? Sehr gut. Das ist ein Landstand. Wow. Hier fahren wir das Video. Jetzt sieht man, warum du dich so quälen musstest beim ersten Mal, oder? Da hast du bloß ein Planquadrat fertig gekriegt. Zwei Pflöcke auf einmal. Hier ist auch wieder. Rechts, ja. Hier ist er. Los. Zum Praktikum, zum Vorpraktikum fürs Studium der Forstwirtschaft. Wieder mal. Ey, wo geht ihr hin? Das ist falsch, das Fähnchen. Können wir da auch noch vorbeifahren? Also, gut habt ihr es gemacht. Gruppenkuscheln. Ja. Gott sei Dank gibt es noch einen Pausch. Das Projekt lebt weiter. Du, wir 16 Höhenmeter am Bergen auf, aber diesem Abend. Und der Papi. Oh.